Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cestiria und ja, ohne groß zu schnacken, direkt zum Wasserfall, oder? Mal gucken, ob sie jetzt noch angegriffen werden von irgendwas. Wundern wird's mich nicht. Still looks plenty pure to me. Glück gehabt. Hey, Leo, do you think you can freeze this water? Huh? Yeah, don't see why not. Then freeze it and let us bring it back to the sanctuary. Ice is highly resistant to being corrupted by malevolence. Very well. I'll give it a try. Das ist ja gar nicht so blöd, ne? Süß. Thank you very much. That should suffice. Now, before this melts, we'd better take care of our other problem. What? Was passiert gerade? Das ist der Schriftsteller von dem Buch gewesen? Lila, what was that? The Earth in Historia. It finally reacted to something. So that was something real from the past. Did you see that, Miklio? He was writing the celestial record. Yeah, that must have been the author. There are more Earth in Historia where this came from. If we obtain them, surely we can obtain more information about the past. Oh man, this is too sweet. This is only the beginning. Don't get so worked up, or you'll just wear yourself out. Right. What's wrong? Er ist schon platt. He's burning up. This is the result of the pact we made with Miklio. He'll get better after some rest at the inn. I'll carry him back. Stimmt. Bei ihr war ja auch drei Tage down. Spieldaten speichern natürlich. Und dann wachen wir wieder entspannt im Gästehaus auf wahrscheinlich, ja. His fever has gone down. I'm surprised it only took him one day to recover. It took three when he forged the pact with me. He's definitely got natural ability as a shepherd. Lass ihn das bloß nicht hören. Oh, thanks for helping with the letters, by the way. I caught up with everyone I needed to. It's okay. I rather enjoy writing letters. Are you awake? I must have fainted again. Sorry. You gave me quite a backache. You looked like you were floating. I told the innkeeper you were just doing some sort of magic trick. Well, I never was any good at lying anyways. Don't overexert yourself. You still need to rest. I'll be fine. We gotta find the Lord of the Land and someone to pray at the sanctuary before the ice melts. But... The shepherd has spoken. Is it not the duty of the Prime Lord, Sublord, and Squire to follow him? Hm. Roter Irisstein Tree erhalten. Heiliges Wasser des Wasserfalls. So. Okay, gespeichert haben wir ja gerade. Da brauchen wir ja nicht nochmal machen. Mal gucken, ob unser Händler hier was Neues hat. Ach, da vorne steht er. Zu weit gelaufen. So, verkaufen. Erstmal gucken, ob wir was loswerden können. Bernstein-Diadem ist für alle schlechter. Verkaufen wir. Ich habe 3574. Okay. Interessant. Wir sind jetzt bekannt an dem Laden. Sehr nice. So. Oh, die Bernstein-Montur bringt mir noch was. Und zwar bei ihr. Die Ringe sind alle schlechter. Die können wir loswerden. Und die Kampfstiefel sind auch schlechter. Die werden wir auch los. Dann rüste ich ihr mal kurz. Ich glaube, Alicia war das, ne? Kriegt Alicia mal kurz die Bernsteinmontur. So. Und dann gucken wir mal, was er noch im Angebot hat. Bernsteinstab im Angebot. 167 kostet der gerade. Das ist natürlich nice. Vielleicht ist das, weil wir jetzt bekannter bei ihm sind. Das wäre natürlich geil. Und ich denke mal, das sollten wir ihm auch kaufen. Gehen wir mal zu den Waffen. So, ja, nehmen wir. Gekaufte Gegenstände ausrüsten, ja. Das ist gleich stark, das bringt nichts. Das wäre Stärke, Bernsteinschleife. Das kaufen wir natürlich auch, wird ausgerüstet. So. Was?
war das denn jetzt? So, Bernstein-Montur. Haben wir noch eine bessere? Und zwar an Felicia. Den Feuerring, den bekommt Mikleo. Wobei, macht das überhaupt Sinn? Naja, es war eigentlich Wasser, aber ist egal. Bernsteinstiefel bekommt dann auch noch Mikleo. So, das heißt, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben. Kann jetzt natürlich noch das Zeug verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Also den Bernsteinstab. Dann natürlich das Band. Die Bernsteinschleife. Kampfmontur. Bernsteinmontur, Leerenring und die Kampfstiefel. Und dadurch haben wir jetzt gar nicht so viel Geld ausgegeben, muss ich sagen. Waffen verschmelzen. Ach stimmt, das könnte man ja auch mal machen. Muss ich mal dran denken. Okay, das passt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz auf die Karte, wo wir jetzt hin müssen. Hier zur Seite. Können wir direkt reinlaufen. Und dann gehen wir jetzt mal nach Pater Breinauer suchen. Okay. Suche nach einem Seraphen, der Herrscher des Landes werden wird. Gucken, ob wir hier einen Seraphen finden. Whose blessings yet dwell in this land. Turn thine ears to our prayers. Thank you so much, Father Brunor. Thanks to you, my son's legs have healed considerably. No need to thank me. It is your diligent prayer that has made the difference. So, der ist auf jeden Fall gläubig. And pure in mind and spirit, as you continue to pray for the health of your son. A contribution to the sanctuary. I told you before, madam. I'm afraid I can't possibly... Please, accept it. There's something I've realized. Merely praying for help is an offense to the Seraphim. It is a selfish act for personal gain. Who told you such a thing? Well, no one in particular. You'll need money to pay for your son's treatment, won't you? Use this towards that end instead, for the sake of your son. My son feels the same as I do. Everyone says the same thing. His wounds were punishment for his selfish prayers. And there are even those who spread vicious rumors about myself and you, Father Brunor. Please, I beg of you, accept this so that we might be saved. Very well. I shall humbly accept your gift as a token of you and your son's gratitude. Oh, thank you so much. Now perhaps these rumors will finally come to an end. Weil das Geld angenommen hat. May you receive the blessing of the Seraphim, Father. Right, the blessing. Guess I'll buy a drink. Ist aber auf jeden Fall der richtige Mann. I'm here to ask a favor. Of me? What could I... We would like to ask you to enshrine and look after a new seraph in our town's sanctuary. This is a request from the shepherd. The shepherd? You mean this boy is the... Forgive me. You are not to be blamed. It is the fault of the royal family that so many have strayed from the noble path. Excuse me, if I may. It's nice to meet you. My name's Saray. Huh? I'd like you to be the one to worship at the sanctuary for the protection of Lady Lake. I'm sorry for all the trouble I've caused by pulling the sacred blade so carelessly. I know I'm still a fledgling shepherd who hasn't gotten used to things yet, but I promise I will do my best. Yes, of course. It's quite all right. Please, do not prostrate yourself so. Thank you. This request comes from me as well. Please, help me so that I in turn may help this inexperienced but pure of heart shepherd. Of course. I am honored that I may possibly be of service to one such as yourselves. Though I am frail of body, I shall perform the task at hand with the entirety of my spirit. I'm glad. Yeah. Yeah. Oh, man. Oh mein Gott. Seriously? Aber sehr cool, dass er da direkt mitmacht. Well then, Father Brunor, when you're ready, I will come visit you again. As you wish. Do be careful. So, jetzt müssen wir nur noch die schwere Aufgabe erledigen und einen Seraphen finden, der das machen möchte. Das wird wahrscheinlich... Well, that's one way to ask a favor, I guess. It was very Saray. Yes, I think this helped the priest as well.
Frage ist, wo finden wir jetzt einen Seraphen? Im Adligenviertel vielleicht? Gucken wir mal. Ich habe nachgesehen, die heilige Klinge steckt nicht mehr im Altar. Glaubst du, das stimmt mit dem Hirten? Vielleicht. Vielleicht hier im... Ja, mal gucken. Das Ding ist, kommen wir jetzt in den Palast eigentlich rein mit ihr? Würde ja Sinn machen, ne? Ich meine, sie ist ja bei uns, die Prinzessin. Von daher, die müssen sie doch reinlassen. Niemand kommt ohne ausdrückliche Genehmigung ins Schloss. Anordnung von Bartlo. Aber ich habe die Prinzessin dabei. Hallo. Na gut, okay. Also, hier ist auch der Seraph nicht. Ich denke fast, dass wir außerhalb der Stadt suchen müssen. Aber vorher gucken wir mal lieber noch an jeden Ort in der Stadt. Einfach sicherheitshalber. Wer uns da belauscht hat, hat sich auch noch nicht herausgestellt. Vielleicht war das ja schon ein Seraph. So. Habe Fürstin Maltran. Okay, pass mal auf. Wir gucken nochmal hier sicherheitshalber in das Heiligtum rein. Man kann ja nie wissen. Okay, ist aber nichts. Kann ich die eigentlich anzünden hier? Nee. Gut, dann einmal raus. Dann gucken wir jetzt noch da, wo man das Wasser sieht. Also hier unten die Ebene. Und danach müssen wir mal sehen, was vielleicht am meisten Sinn macht. Halt die Frage, wo wir einen Seraph finden könnten. Vielleicht hier vorne. Na, mal gucken wir mal. Arzneimittelzubereitung, Apfelgummi. Nice. Das ist echt cool. Ohne nichts tun wird die ganze Zeit was hergestellt. So, das sieht auch falsch aus, leider. Ich frag mich allerdings, ob man da unten jetzt nochmal an das Ding rangehen kann, was er vorher nicht lesen konnte. Vielleicht gehe ich da demnächst nochmal hin, aber erstmal suchen wir den Seraphen, den wir noch binden können. Kanzler Bartlo schickt angeblich die Prinzessin weg. Okay, strange. Warum sollte er das tun? Opa sagte mal, dass oben auf dem ehrwürdigen Kamm ein Drache lebt. Das wäre aber bitter. So, gucken wir mal. Also, hier ist nichts, hier ist erstmal nichts. Ja, auch nicht. Frag mich ein bisschen, wo es jetzt hingeht, ehrlich gesagt. Was meint ihr? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. Das ist jetzt am dichtesten. Speichern hier einmal ab. Und gucken mal. Also die Höhle oben ist ja Quatsch. Da gibt es halt noch einen anderen Dungeon. Wobei, das war schon die Galfin-Ruine. Ach, Moment, da wäre auch noch was. Ob wir da jetzt hinkommen? Die Seehafenhöhe da. Tja, ich frage mich, ob wir da jetzt hinkommen. Eigentlich müsste man das mal ausprobieren. Okay, dann probieren wir das jetzt noch aus in der Folge. Weil wir haben ja jetzt Mikleo dabei und der kann ja theoretisch das Eis einfach, beziehungsweise kann das einfach vereisen. Und dann müssten wir das noch betreten können, oder nicht? Zumindest wäre das logisch. Also es würde zumindest Sinn machen. Laufen wir einfach mal hoch hier. Das ist so der erste Punkt, wo ich sage, okay, man muss jetzt wirklich erstmal erkunden, um zu wissen, wo es jetzt weitergeht. Ist natürlich nicht ganz so einsteigerfreundlich, aber andererseits muss es das ja auch gar nicht sein, ne? Ah, fuck. Na gut. Dann machen wir sie schnell platt. Gut, gut, gut. Und hinüber. Und da ist noch einer.
Mehr! Greift der Mikleo einfach an, ey. Das ist ja noch einer. Oh, ist schon down. So. Frag mich halt, ob ich jetzt den Wolf da schon besiegen kann. Wahrscheinlich nicht. Nein! Er ist schneller als ich. Putz, 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 putz. Alle drauf da. Easy. Die Kämpfe gehen echt schnell. Vielleicht verdiente Erfahrung. Aber ist auch ganz gut so. Soll ich mich dem Ding nochmal stellen? Eigentlich ja, oder? Ich meine, jetzt sind wir einer mehr. Vielleicht macht das Sinn. Ich speichere hier einfach mal. Ey, der ist gar nicht mehr da. Wo ist er? Ach doch, da ist er noch. So, dann speichere ich hier sonst einmal ab. Dann sterben wir halt. Aber ich will mal gucken, ob ich jetzt halt schon mehr Schaden bei ihm mache. Ah ne, wir gehen erstmal. Erstmal gehen wir zum Wasserfall. Und dann können wir ihn ja immer noch besiegen. Der läuft ja nicht weg. So. Oder das ist natürlich erst später für die Zeremonie oder so. Kann natürlich auch sein. Ne, ich kann hier immer noch nichts machen. Und ich habe leider auch noch keine Fertigkeit von Mikleo. Fuck, ey. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch der Falkwinhang. Aber erstmal besiegen wir hier das Vieh. Hoffentlich. Ansonsten zerlegt es mich eben wieder, aber... Aber ich denke mal, das sollte klappen. Oh je, Leute. Oh je. Neuer Versuch. Fuck, man. Noch hat er mich nicht gehauen. Das Gute ist, also Feuer bringt... Ich mache halt kaum Schaden bei ihm. Das ist das Traurige daran gerade. Und der macht halt übelst Schaden. So. Aber er kommt auch nicht so richtig zum Angriff. Das ist gerade ganz gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein. Und da ist er down. Der ist doch zu stark für mich, glaube ich. Ich kann ja nicht angehen hier. Gucken wir mal kurz. Objekte. Er bräuchte einen Trank des Lebens. Ach ne, sie. Aber ich bin doch schon so viel abgezogen, ja? Fuck, Mann. Warte. Boots, 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 Boots! In der Zeit ist natürlich, das ist das Problem daran, in der Zeit ist es weg. So, machen wir ihn einmal wieder zurück. Wobei, der Kampf läuft eigentlich ganz gut. Ist halt nicht so einfach, ihn wirklich Schaden zuzufügen. Das ist momentan mein... Oh, da ist er down. So, Objekt. Trank des Lebens. Einmal ausweichen. Da ist Mikleo wieder da. Und da ist er fast wieder down. Fuck, Mann, ey. Okay, dann machen wir ihn jetzt platt. Strom des göttlichen Drachen. Und einmal wieder wechseln. Was ich mich gerade frage, ich kann ja auch... Ja, Flucht ist Quatsch jetzt eigentlich, ne? Figurenwechsel mache ich jetzt mal. Nee. Weil die kann ja auch sich... Ach nee, sie können sich nicht verwandeln. Okay, dann wechsle ich wieder zurück. Alter, was für ein Kampf, Leute.
Dann machen wir jetzt wieder auf ihn. Und Miklo ist wieder down. Ungünstig. Alter Schwede, der macht aber auch einen Schaden, der Typ. Braucht man ja die ganze Tränke des Lebens. Aber wir haben schon über die Hälfte weg. Und den Kampf mache ich jetzt in der Folge auch noch fertig. Das geht so nicht. So, jetzt einmal weg. Hat er wieder irgendwen angegriffen. Mikleo ist wieder down. Natürlich ist er down. Fuck. Und da ist der nächste down. Boah, was? Was geht denn jetzt mit ihm ab gerade? Alter, das kann nicht sein! Er enraged total gerade. Was zum Henker? Der hat sie einfach beide platt gemacht. Instant. So. Jetzt mache ich halt ganz gut Schaden. Alter, Leute. Das ist so krass, wie viel Schaden der Typ macht. Bin ich alleine? Oh, fuck. Ja, das war's. Oh mein Gott. Was zum Henker ist das für ein Typ, ey? Keine Chance. Naja, schade. Vielleicht besiegen wir ihn dann ein andermal, aber wir müssen ja eh aufhören. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt wieder auf den Sack gekriegt haben von dem. War aber knapper diesmal. Aber hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann haut rein. Ciao.